langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Es war eine wunderschöne Idee, die große Eiche für den Regenbogentag zu schmücken, Handy. Danke, Schlumpfine. Fertig. Ja, auf jeden Fall scheint das Baby Spaß zu machen. Baby Schlumpf, ich freue mich, der Erste zu sein, der dir einen fröhlichen Regenbogentag wünscht. Tja, wenn es heute nicht regnet, wird es auch keinen Regenbogen geben. Also das ist doch logisch, Papa Schlumpf. Wenn es nicht regnet, kann es keinen Regenbogen geben. Und wenn es keinen Regenbogen gibt, kann es keinen Regenbogentag geben, oder? Das ist richtig, Schlaubi. Wir haben noch nie einen Regenbogentag ohne Regenbogen gehabt, Papa Schlumpf. Das ist richtig, Schlaubi. Oh weh, das arme Baby. Sein erster Regenbogentag und kein Regenbogen. Das ist eine tragische Situation. Trauen für wahr. Ich bin sicher, Baby Schlumpf wird es überleben, Schlaubi. Clumsy, wann wirst du endlich... Das reicht, Schlaubi. Oh, verflixt, das tut mir wirklich leid, Papa Schlumpf. Das weiß ich ja, Clumsy. Mach es einfach sauber. Mal sehen. Ah, hier haben wir es. Regen, Regen, Regenschirm, Regenschauer, Regenguss, Regenbogen. Ah, Regenbogen. Ein Bogen am Himmel, der die Farben des Spektrums in aufeinanderfolgenden Streifen enthält, die von der Refraktion, Reflexion und Dispersion... Ach, so ein Mist. Jedes Kind weiß, dass Regenbögen von Mutter Natur geschaffen werden und diese triefnasigen Schlümpfe machen jedes Mal ein Fest daraus. Aber dieses Regenbogenfest werde ich Ihnen vermasseln. Nicht eine Wolke am Himmel. Wunderbar. Dann kann ich wenigstens mein Meisterwerk vollenden. Kann man da gar nichts machen, Papa Schlumpf? Wir müssen doch einen Regenbogen haben. Ich fürchte, das Wetter ist völlig in der Hand von Mutter Natur, Schlumpfine. Vielleicht hat sie es vergessen. Sie ist schon ziemlich alt. Oh, entschuldige bitte. Das macht nichts, Schlumpfine. Die Arbeit wächst mir langsam über den Kopf. Ich sage dir, Vater Zeit, ich habe noch nie eine Jahreszeit wie diese erlebt. Das Eis schmilzt am Nordpol, es schneit in der Wüste und diese Vulkanausbrüche. Ich konnte mich gar nicht mehr um die hiesigen Dinge kümmern. Noch etwas Tee? Nein, danke. Ich fürchte, ich habe keine Zeit mehr. Ach, Vater Zeit, das klingt ein bisschen albern, wenn du das sagst. Du hast doch nun wirklich alle Zeit dieser Welt. Wie auch immer, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ich hoffe, du kommst nicht so spät zurück. Sicher nicht. Ach, übrigens, ich bin gestern einem Kobold begegnet. Der beschwerte sich über das... Ja, ja, ich weiß. Kein Regenbogen, keine Arbeit. Die armen Schlümpfe. Heute ist Regenbogentag. Ich enttäusche sie nur äußerst ungern, aber ich muss mich leider heute um einen Vulkan kümmern. Oh, die viele Arbeit. Um Himmels Willen! Was machen die denn da? Weißt du das vielleicht, Fauli? Das ist ein Regentanz, Papa Schlumpf. Sie wollen den Regen beschwören. Gar nicht schlecht. Es wird behauptet, dass sich am Ende eines Regenbogens ein Topf mit Gold befindet. Angeblich wird der Topf von einem umherziehenden Kobold dorthin gelegt. Ich würde ja zu gern wissen, woher all das Gold kommt. Papa Schlumpf? Hallo! Ich komme, ich komme! Ach, Papa Schlumpf, wie schön, dich mal wiederzusehen! Danke, Mutter Natur. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen.
Auf die Gefahr hin, anmaßend zu wirken, Mutter Natur, würde ich gern wissen, tja, ich dachte vielleicht, ich weiß, wie beschäftigt du bist, ich dachte, vielleicht sind wir in der Lage, dir zu helfen. Also, Papa Schlumpf, ich bin ja völlig geplättet. Oh ja, natürlich, ihr könnt mir tatsächlich helfen. Ja, Asrael, es wird bald regnen, ich kann es in meinen Knochen fühlen. Und ich bin bereit, wenn der Kobold das Gold zum Regenbogen bringt, jawohl, das bin ich. Ich bin überzeugt, ihr werdet keinerlei Schwierigkeiten haben, Papa Schlumpf. Befolgt nur ganz genau das Rezept. Ganz genau? Na ja, also Papa Schlumpf, du weißt genauso gut wie ich, dass es kein allein selig machendes Rezept gibt. Stimmt. So, nun muss ich aber wirklich los. Gib Baby einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Tschüssili. Meine kleinen Schlümpfe, Mutter Natur war so freundlich, mir ihr Regenbogenbuch zu leihen. Ja! Ich weiß, wir können uns mit ihren Kräften nicht messen, ihren Geheimnissen, ihren Zutaten und ihrer Erfahrung, aber mit Tortis Hilfe und all eurer Hilfe kann der Regenbogentag vielleicht doch noch stattfinden. Ja! Oh, mein Kleines, ich freue mich ja so für dich. Handy, Schlumpf? Ja, Papa Schlumpf? Dies sind die Pläne für ein außergewöhnliches Projekt. Befolge sie genau. Ja, Papa Schlumpf. Schlumpfine, ich brauche ein Dutzend wilder Pfeilchen. Ja, Papa Schlumpf. Torti, schaff den großen Puddingtopf her und achte darauf, dass er ganz sauber ist. Nochmal Dampfharmonie. Eine Dose mit violetter Farbe und ein Dutzend wilde Pfeilchen. Sind drin. Eine Dose blaue Farbe und ein Dutzend Glockenblumen. Sind drin. Eine Dose grüne Farbe und ein Dutzend Farne. Drin. Eine Dose gelbe Farbe und ein Dutzend Butterblumen. 11 Butterkekse und ein Dutzend Butterblumen? Was? Tut mir leid, Papa Schlumpf, es ist keine gelbe Farbe da. Entschuldige, Papa Schlumpf, ich habe die ganze gelbe Farbe für mein letztes Meisterwerk aufgebraucht. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass er sie abkratzt, Papa Schlumpf, aber oh nein, das wäre ja eine Entweihung. Oh nein, Kunst geht vor Leben. Oh nein. Laubi. Ja, Papa Schlumpf. Das reicht. Warum 11 Kekse? Nun, ich hatte ja ein Dutzend gebacken, aber also, ich habe unserem Baby eingegeben, Papa Schlumpf. Naja, kein Rezept ist ganz genau. Es funktioniert, Papa Schlumpf, es geht los! Oh. Ah! Ein Meisterwerk! Ja! Ein Meisterwerk! Hinreißend schön! Eine Wolke! Eine Wolke! Spezialprojekt fertig, Handy? Ja, Papa Schlumpf. Feuer! Ah! Oh! Asrael, es regnet! Hip, hip, hurra! Es regnet, die Erde wird nass. Der Kobold im Regen, der schläft zur Holt und klaue ich ihm das ganze Gold. Ich klaue ihm das ganze Gold. Ja! Noch eine Minute, meine Schlümpfe, eine Minute! Wenn der Regen aufhört, Asrael, beginnt der Regenbogen. Nach meiner Berechnung genau da drüben. 7 Sekunden? 5 Sekunden? Da ist er! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Wir müssen sofort hin! Ah! Ah! Sieh mal, Babyschlumpf, ist das nicht ein schöner Regenbogen? Was, Bourignon? Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Ja, Toulouse, was ist denn los? Fällt dir nichts auf? Was? Im Regenbogen fehlt das Gelb! Das Gelb fehlt? Tja, Papa Schlumpf, ich habe die Befürchtung, dass der Regenbogentag eine ziemliche Pleite ist. Unglücklicherweise. Sieh nur, was du angerichtet hast, Schlaubi. Hat ja ein kräftiges Stimmchen, euer Baby. Es schreit laut genug, um Tote aufzuwecken. Aber sagt mal, seid ihr denn noch bei Trost? Ich habe schon viele Regenbögen gesehen, aber noch nie einen ohne Gelb. Tut mir leid, Michael, aber das Baby hat einen der Butterkekse gegessen. Ach, tatsächlich. Und was hat das mit dem Regenbogen zu tun? Naja, verstehst du, Mutter Natur hatte so viel zu tun und...
Ich habe das Rezept nicht ganz genau befolgt. Ach, so ist das. Aber ich kann doch meinen Topf Gold nicht an das Ende eines unvollständigen Regenbogens stellen. Guck mal, Papa Schlumpf. Das ist ungefähr das hübscheste Gelb, das ich je gesehen habe. Das ist es! Ich könnte mein Gold ja auch am anderen Ende aufsammeln. So machen wir's. Ja! Gold, Gold! Ich werd verrückt, Azrael. Ein Topf voll Gold. Vorsichtig, Jungs. Verschüttet nur ja nicht das kostbare Gold. Hoffentlich klappt auch alles, Handy. So ist gut, Jorki. Mach voran. Ja, wenn das funktioniert, fress ich meine Mütze. Fertig, Hefti? Fertig! Feuer! Um Himmels Willen, was ist das denn? Es hat Ich hoffe, du kommst mit zu unserem Regenbogenfest, Michael. Danke. Nein, Papa Schlumpf. Ich denke, ich werde jetzt ein kleines Nickerchen machen und dann gehe ich daran, mein Gold einzusammeln. Sieh nur, Azrael, da ist es. Genau da, wie ich es ausgerechnet habe. Fantastisch. Gesegnet sei dieser Tag. Aber der Topf ist ja leer. Wo ist das Gold? Wer hat mein Gold weggenommen? Dein Gold? Wer spricht da mit mir? Ich bin hier oben, Freundchen. Hä? Wer bist du? Gib sofort mein Gold wieder, du Wicht. Hier wirst du kein Gold finden. Kein Gold? Du hast dich mit deinen Berechnungen ein bisschen vertan. Dies ist nicht das Ende des Regenbogens, es ist der Anfang. Das Ende des Regenbogens ist ganz weit da drüben. Ach, verflucht! Komm schon, Azrael, vielleicht schaffen wir es ja noch. Hier lang, Azrael, los, beeil dich, bevor es zu spät ist. Very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.